Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute wieder einen Schwangerschafts-Yoga-Flow für fröhliche Hüften mitgebracht. Wir beginnen erst einmal uns aufzuwärmen. Bring dabei deine Brust nach vorn, Schultern nach hinten und zurück, Schultern vor, vor und zurück. Der Kopf kann ganz natürlich mit, vor und zurück in den Nacken, vor zur Brust und zurück. Einmal den Kopf leicht kreisen. Dabei lass deine Wirbelsäule auch mitkreisen. Und dann mach die Kreise größer. Wunderbar. Immer weiter genießt die Öffnung in der Brust, in der Wirbelsäule. Und dann komm einmal mit deinem rechten Arm zur Seite und mit dem linken zur Seite. Achte dabei darauf, dass deine Pobacken auf der Matte bleiben und du ganz entspannt weiter atmen kannst. Öffne zur Seite. Und zur anderen Seite. Komme einmal in die Mitte und in den Vierfüßler. Von hier aus kreisen wir nochmal die Wirbelsäule. Und dieses Mal mach ganz, ganz große Kreise. Genieße die Freiheit in den Schultern und in der Brust, die wir mit den ersten Übungen aufgebaut haben. Zieh den Bauchnabel hoch zur Decke, Wirbelsäule zur Seite und runter. Hoch, Seite und andere Seite. Und dann komm einmal in den Yogi Squat. Ich zeige ihn dir von der Seite. Hierbei achte darauf, dass deine Fersen in der Matte sind und deine Fersen nicht abheben. Solltest du nicht so tief kommen, dann geh gern mit dem Po weiter nach oben. Presse mit den Ellenbogen deine Knie leicht nach außen und genieße die Öffnung in der Hüfte. Nun streck einmal dein rechtes Bein nach außen. Hier achte wieder darauf, dass dein Fuß auf dem Boden bleibt. Und dann geh mit der Hüfte so weit nach unten, wie es klappt. Ich mache die Bewegung jeden Tag, also wundere dich nicht, wenn deine Hüfte weiter oben ist. Dein Knie presst wieder leicht nach außen und halte. Einmal Seitenwechsel. Achte auch hier wieder darauf, dass dein Fuß auf dem Boden bleibt. Press dein Knie mit dem Ellenbogen leicht nach außen und halte die Position. Löse auf, komm nun mit den Füßen auseinander, versuche deine Fersen zu greifen und dann presst deinen Oberkörper zwischen die Beine. Gerne kannst du auch hier die Beine beugen, das macht alles etwas einfacher. Mit jedem Einatmen kreier Länge. Und mit jedem Ausatmen zieh dich noch näher zum Körper ran.
Löse auf und dann setzen wir uns einmal in einen weiten Sitz und wandern mit den Händen nach vorne, soweit es geht. Ich weiß, ihr habt den Bauch noch dazwischen, darum geht nur so weit, wie es für euch möglich ist und legt ab. Wir lösen auf und nun bringen wir unsere Fußsohlen zusammen zum Schmetterlingssitz und kreisen unseren Oberkörper. Versucht mit dem Oberkörper, so weit es geht, nach unten Richtung Boden zu kommen. Und dann legen wir uns einmal auf der Matte ab. Versuchen, unsere Fußsohlen zu greifen in der Happy Baby Pose und wipp leicht nach links und rechts. Versuche, deine Knie Richtung Boden zu pressen und genieße diese Pose. Wenn dein Baby auf der Welt ist, wirst du es sehr oft in dieser Position sehen. Es wird dabei sicher auch seine Beine strecken. Das kannst du gerne mal probieren. Und dann einmal die Füße mit den Fußsohlen zum Po bringen. Wir heben unser Becken nach oben. Schulterblätter wandern zusammen. Und halten die Position. Das ist ein wunderschöner Herz- und Hüftöffner. Löse langsam und vorsichtig auf. Komm dann noch einmal in den Vierfüßler. Bring deine Knie mattenweit auseinander. Po auf die Fersen. Deine Hände so weit wie möglich nach vorn und leg dich ganz entspannt ab. Löse auf und nun komm auf deine kleinen Zehen. Alle Zehenspitzen versuchen in die Matte zu pressen. Halte die Position. In der Schwangerschaft hast du meist Wasser in den Beinen oder deine Beine fühlen sich schwer und müde an. Diese Position ist dafür da, deine Nährstoffe wieder ganz geschmeidig durch den Körper zu transportieren. Und deine Beine, die sollten nun vielleicht etwas schmerzen, aber danach ganz leicht und geschmeidig sein. Einmal in den Vierfüßler, klopf deine Füße aus, komm dann mit dem Po auf die Fersen, die Füße sind auf dem Fußspann, Hände einmal hinten abstellen oder, wenn es geht, in die Luft bringen und wir versuchen, die Knie vom Boden abzuheben. Löse auf, komm nochmal in den Vierfüßler. Wir enden, wie wir gestartet haben, mit Katze und Kuh. Bauchnabel zieht hoch und Bauchnabel zieht runter. Kopf zieht zwischen die Oberarme. Und wenn du willst, kannst du gerne nochmal die Wirbelsäule kreisen.
Und dann hast du es geschafft für heute. Danke, dass du mitgemacht hast. Bis bald, deine Miri.